Und wenn das hohe Amt, die hohen Amtsträger da hinter mir jetzt grünes Licht geben, dann würde ich sagen, dann starten wir erst mit dem Versteiger vom Geissbock, vom Rocky Werner der Dritte. Wie gesagt, der Hediger Kari gehört nicht dazu, zu dem Preis, den er jetzt da steigern. Aber vielleicht bringt er euch daheim den Geissbock in die Stube rein. Und wenn ihr daheim, ich nehme an, die jetzt daheim einen komischen Geschmack haben von Schimmel oder von Graüle, kann ich euch garantieren, eine Geissbockensteigerin, dann habt ihr einen anderen Geschmack. So, lassen wir los. 1000 Franken. Wer bietet dafür Geiss 1000 Franken für einen tollen Geissbock hier auf der Bühne oben? Da haben wir einen ersten Herr. Dann machen wir 200 Schritte, 1200. Wo haben wir einen Interessent oder eine Interessentin für 1200 Franken? Da unten, der nette Herr, 1200. Machen wir einen weiteren 200er Schritt, 1400, also das ist natürlich, also der Geissbock kann gehen. 1400, wunderbar. Das ist ein Angebot. Das letzte Mal haben wir, also jetzt haben wir euch nicht noch lumpen, das letzte Mal haben wir einen Geissbock für 3500 rausgebrungen. Jetzt haben wir da jemanden von 1600 für den Geissbock. Wer bietet 1800? Da aus dem Fenster raus. Ein netter Herr. Man sieht ihn auch gut, wenn er hinter uns Brücken ist. 1800, haben wir gesagt. Bruno Werder. 2000. Er macht mit. Er wollte unbedingt den Geissbock. Er ist gestartet. Ist jetzt dabei bei 2000, haben wir gesagt. Jawohl, dahinter ist auch jemand. Das ist der Markus, sehe ich richtig? Jawohl, der Siedler Markus, 2200, gell? Da haben wir 2400, der Windli Dani. Da unten, ich mag gar nicht mehr schauen, das geht so schnell da. Wo sind wir auf irgendwo? Da ist immer noch dran, 2000, wo sind wir? 600, jawohl. Wunderbar. 2600, 2800 im Ecken unten. Der Geissbock ist begehrt, Kari, du kannst Freude haben. 2800 sind wir. Wo sind wir da noch? Können wir weiter? 3000 wäre jetzt angesagt für den Geissbock. 3000. 3000 da, der Markus Siedler ist bei 3000 oben. Die Wählerurs scheint es auch nicht dabei, denn, jawohl, die beiden Herren, Wählerurs und Markus Siedler, bieten 3000 Franken, zwei Einheimische, der Dani sehe ich dort hinten, ihr Blouson geht auf 3,2. 3,200 für den Geissbock. Ich schaue um, ob wir auf 3,4 noch können. Da unten ist ein netter Herr. Das ist der Markus Henseler, der 3,400 bietet. 3.400, Dani macht 3.600, jetzt haben wir bereits den Preis von 7 Jahren, wo wir 3.500 rausgekommen haben, überboten. 3.700 Franken, es ist auch ein Einheimischer, der Geissbock, oder? Das ist 3.800, der Siedler Markus, jawohl. 3.8, bleiben wir da dabei, ich würde sagen, es wäre doch schön, wenn wir auf 4.000 raufkämen, oder? Das wäre doch eine wunderbare Zahl, wenn wir noch könnten. Der Dani macht auf 4000, der Windli Dani vom Adler. Jawohl, 4000 Franken ist das zum ersten, zweiten. Wo haben wir noch mehr? 4000. Da, der Markus Henseler ist bei 4,2 jetzt. 4200 Franken. Ich würde sagen, ja, also der Geissbock ist es mehr als wert, die 4200 Franken. Heim in der Stube drin, wunderbar. Gab fürs Fernsehen schauen, ein im Geissbock am Abend. Was frisst der was, Kari? Was frisst der Geissbock? Der frisst da aus eigentlich. Und vom Teller. Vom Teller. Gut, so für die Sorge. Ich darf jetzt schon noch ein mehr bieten. Schau, wie lässt der schön Bart da. Oder hey. Ein Tausiger wert. Ein bisschen länger Bart, als der Geissbock führt, das ist mehr wert. Das ist, wo sind wir jetzt? Wo sind wir noch? Weißt du noch, Bruno? Bei 4200. 4000, jetzt probieren wir noch einen 2 oder machen wir einen 100er Schritt. 4300, jetzt, wenn wir schon so weit oben sind. 4300, Markus Siedler und der Urs Behle sind ja miteinander. Jawohl, die zwei Herren. 4400 beim Henseler Markus. 4.400 Franken, er frisst sie alles, hat der Kari Hediger gesagt. Also daheim müssen wir kein Problem haben mit dem, wir legen den Teller sauber ausschlecken, gell?
tipptopp. Er weiss es natürlich, er hat jetzt lange genug bei sich daheim gehabt. Entführt worden ist er nie, Karin. Mal ist entführt worden. Aber eine gute Manieren nicht durchbrauchen. 4.500 Franken. Das ist der Chef da vom Engel. Wunderbar. Der Tobias Küttel, gell? Tobias Küttel vom Engel bietet 4.500. 4.600 Markus Henseler. Das kann aufhören. Was meinst du, Karin? Er fing an zu verteuern, es war so richtig auf Gefallen am Geissbock. Das war ein Ausdruck, den Karin Hediger gebracht hat. Wir sind auf 4.600 oben bei Markus Henseler. Ja, ich weiss nicht, ob das so weiter aufgehängt. 4.700, wir machen den 100er Schritt. 4.700. 4.700. Machst du noch mit? Also gut. Tobias Küppel bietet vom Engel 4.700. Jetzt wird es langsam nicht kritisch. 4.000. Machst du 5.000? Machst du nicht? 4.800. Markus, bist du einverstanden? 4.800. Zum Ersten. Zweiten. 4.8. Ich warte schon noch ein bisschen. 5 wäre natürlich super, oder? Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre auch ein Rekord. So im Höch wie der Baum ist, als Rekordbaum, 41 Meter, wäre immer auch im Rekord drin, was den Geissbock anbetrifft. 4.800. Also, das wäre ein Angebot, wenn es der Geissbock-Führer hatte oder gesagt hat, wenn wir auf 5.000 aufgehen, können wir die Reichlein auch noch gerade über, der auf 5.000 geht. Das wäre ein Angebot. He? 4.800 und gibt es noch jemanden, wo 4... Nicht mehr. Kein Interesse mehr. 4.800. Gut. Da hinten ist noch jemand. Der Schuler Damian, haben wir richtig gesehen? Der Schuler, machst du 5.000? Nicht, 4.9. Also, gehen wir 100 Schritte rauf. 4.8 war das Angebot bis jetzt. 4.9. Bist du einverstanden? Also, 4.9. Bleibt es bei dem? 5.5 bei Markus Henseler. 5.5. Der Geissbock hat aus Freude gerade auf der Bühne gebrützelt. 5.000, als er das gehört hat, 5.000 hätte er es nicht mehr heben. Super. 5.000 der Markus Henseler. Du hast ja gesagt, Karin, das wäre noch so die Summe, 5.000. Mag rein, ja. Schuler Damian, machst du noch ein bisschen weiter? Fertig. 5.000 der Markus Henseler geboten. Zum Ersten. Zum Zweiten. Sehe ich immer mehr, der mitmacht. Was meinst du, Präsident? Ist das nicht in Ordnung? 5.000, wir schauen noch ein bisschen um. Zum Zweiten habe ich schon gesagt. Markus Henseler, schreiben wir. 5.000. Zum Ersten, zum Zweiten habe ich schon gesagt. Dem Fall zum Dritten Mal, Markus Henseler, 5.000 Franken. Er hat den Geissbock gesteigert. Herzlichen Applaus an Markus. Gratulation an Markus Henseler. Markus, was hätte dich jetzt bewogen, den Geissbock zu steigern? Das ist so ein herziger Bursch, du hast das Gefühl gehabt, der gehört einfach zu uns. Der gehört zu uns. Bravo, Markus. Gebt einen Applaus an den Steigerer vom Geissbock, an Markus Henseler. Super. Aber der ist nicht in die Stube drin. Nein, im Sommer kommt er in Gladbach rauf. Das haben wir schon geregelt. Ich habe einen wunderbaren Daddy, der dort mitnimmt. Sehr gut. Glattalp, wird sie es nicht heim, bist du einverstanden? Geissbock-Führer. Stimmt, dort oben wird gelobt zu und hat Stein genug. Gut, das war es jetzt also mit dem Rocky Werner im Dritten, wo er steigert wurde für 5.000 Franken von Markus Henseler.